Also Alzheimer, vom Befund her, hat er sicher 3 Jahre. Mhm. Aber vom Verhalten her hat er sicher schon viel länger. Mein Mann hat seit 8 Jahren Alzheimer. Er ist 65 Jahre alt. Seit acht Jahren, ja. Also mein Mann hat Alzheimer schon, weiß nicht genau, 4 Jahre gehabt. Aber lange haben wir nicht bemerkt, sicher. Und dann, bevor wir dann wieder zum richtigen Arzt gekommen sind, da hat wieder lang gedauert. Das waren schon schlimme Zeiten. Der ist mit dem Rad in der ganzen Stadt durcheinander gefahren. Und dann auf einmal kommt er nicht heim. Wir haben gesucht, war in irgendeiner Tiefgarage ganz woanders. Da haben wir gesagt, hoppla, irgendwas kann da nicht stimmen. Meine Kinder sagen immer, ja, wir müssen uns zurücknehmen, wir müssen immer verstehen, wir müssen immer nachgeben, warum tut es die Oma nicht? Aber es passiert mir auch noch immer, und das belastet mich schon sehr, ja, dass ich zwischendurch aggressiv werde. Okay. Mhm. Also, wenn sie dann so permanent auf etwas besteht, dann wäre ich ganz kribbelig, gell? Dann denke ich, Petra Ferha, Validation. Dreh dich um, geh ins Bad, dann Badezimmer, Spiegel steht um, lächeln, was? Wieder retour. Okay, dieses kurze Aussteigen dann auch. Das musst du machen, weil es geht, das geht ja nicht persönlich, aber ja, ich sage, es ist meine Mutter, ich kann jetzt nicht so sein, gell? Sie kann ja nichts dafür. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr, sehr herzlich begrüßen, alle zusammen. Wir miteinander sind jetzt da. Ich bin die Maria Hoppe. Wir sind heute ein Team, das mit Ihnen zusammen diesen Tag gestalten wird. Ja? Das ist die Shah Kalana. Sie ist diplomierte Krankenschwester und kann ganz gut mit Leuten reden. Also sie ist eine ganz, ganz fröhliche und tolle Frau. Die Petra, wo ist sie? Ich schwätze schon wieder. Die Petra, wo ist sie da? Ja. Die Petra, Petra. Ich mache jetzt eine Mischung, Sie sehen, ich mische gerne Namen. Die Petra Fercher ist also heute die Kursleiterin für die pflegenden Angehörigen und sie wird sie dann hinaufführen in einen speziellen Raum und wir anderen werden da herunten bleiben in der Sonne und in dem Schönen hier. Durch das mangelnde Wissen über den Umgang mit den Symptomen ist Alzheimer eine gewaltige seelische Belastung für alle jene, die Personen betreuen, welche an dieser Krankheit leiden. Ein durch das Österreichische Institut für Validation organisiertes, kostenloses, 3-tägiges Seminar im Bildungshaus Sodalitas in Tainach sollte hier für Abhilfe sorgen. Das Besondere an dieser Veranstaltung? Zusätzlich zum Seminar über Validation wurde den betreuenden Angehörigen die Möglichkeit geboten, ihre Lieben in bester Obsorge zu wissen. Jene wurden, nur wenige Meter vom Seminarraum entfernt, im Rahmen eines Wohlfühl- und Aktivierungsprogrammes betreut. So kamen diese Menschen auch mit anderen, an Demenz Leidenden, in Kontakt. Das ist die Frau Hilde verantwortlich. Ja, die Anna. Vielleicht wollt ihr euch die Hand geben. Ja? Frau Hildegard, das ist die Frau Anna. Ja? Bin ich angekommen wo? Nein, nichts angekommen. Ach so, ja. Das ist so schön und jetzt habe ich es aufgestellt. Aha, fein, danke. Die Schwerpunkte des Seminars: gegenseitiges Kennenlernen und damit verbunden. Anderen ergeht es ähnlich wie mir. Petra Fercher, Validationstrainerin nach Naomi Feil, half den Teilnehmern, Verhaltensweisen zu verstehen, sie zu akzeptieren und zu lernen, damit umzugehen. Gäste waren der Hausarzt und Geriater Dr. Schmidt sowie Frau Hannelore Pacher, Mitglied des Arbeitsteams der SHG Alzheimer. Sie standen Rede und Antwort für Fragen zu medizinischen Problemen oder Unklarheiten sowie zu Themen wie Hilfe zur Selbsthilfe oder Unterstützung von öffentlicher oder privater Seite und dem Umgang mit bürokratischen Hürden und Möglichkeiten. Ich
ich hoffe, dass das auch mit meiner Mutter heute, dass sie, dass man dahinter kommt, was es ist, dass sie immer nach Hause möchte. Es gibt ein Grundprinzip in der Validation, das fünfte Grundprinzip, das heißt, hinter jedem Verhalten steht ein Grund. Ja, und wir versuchen da ein bisschen zu schauen. Und da gibt es Möglichkeiten in der Validation mit bestimmten Fragemöglichkeiten, Nähe oder Abstand, je nachdem was passend ist, einfach ein bisschen zu erforschen, was könnte dahinter stehen. Ja? Und wenn jemand jetzt sagt, ich möchte nach Hause, dann wäre die normale Reaktion, und die ist sehr menschlich von uns oft, dass man sagt, du bist doch da zu Hause, ja? Du wohnst doch da, seit 30 Jahren bist, schau, da hängt das Foto, ja? Schau, das ist dein Geschirr. Ja? Und es hilft alles nichts, weil sie sagt trotzdem, ich gehe aber morgen heim. Und jetzt ist die Frage, ja, was steht eben dahinter? Ja? Geht es jetzt um ein ehemaliges Zuhause, ein Geburtszuhause? Oder gibt es etwas zu erledigen oder was auch immer? Und da würden wir aus der Sicht von Validation eben eher solche Fragen stellen. Ah, Sie müssen nach Hause. Wer wartet denn dort? Das heißt, wir begleiten die Leute in ihrer Welt, ohne zu lügen und ohne zu werten und zu urteilen. Er wird zunehmend aggressiver. Also ich glaube, dass er irgendwie merkt, dass er noch mehr abbaut und dass diese Unsicherheit eben für diese Aggressivität steht. Da sagt er irgendwann, dann tritt er aber nichts, sagt er, weißt du was, du bist aber so ein gemeines Schwein. Und das sagt, hätte ich mir nie gedacht von dir. Mhm. Und solche Beschimpfungen, das ist sehr schwer, wenn man nur so emotional betroffen ist und wenn man das täglich oder mehrmals einfach erlebt, wenn man beschimpft wird oder wenn man so einen starken Druck erlebt, ja. Was immer bei ihrem Mann auch tatsächlich, weil ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass da auch ein Aufarbeitungsprozess in irgendeiner Form dabei ist, auch mit diesem Ausziehen, Anziehen. Und wir können es jetzt. Er ist jetzt zweiter Ehe verheiratet, gell? Ja. Seine erste Frau hat ihn mit einem anderen verlassen, nicht? Also diese Angst. Und ja, jetzt ja. Kommt man vor dem ganzen Druck halt die aus. Genau, und sie kriegen das jetzt natürlich. Ja, und auch dieses möglicherweise hat er damals auch Gefühle unterdrückt und hat nicht das gesagt, was, ich sage jetzt wirklich möglicherweise, ja, was er gerne sagen wollte. Das passiert oft, ja. Und das ist jetzt, was er jetzt in dieser fehlenden Kontrolle, es fehlt ihm die Kontrolle, ja, dass er Dinge filtern kann und die Gefühle kommen ungefiltert und unkontrolliert hoch. Und jetzt sage ich genau das und die Eifersucht, wie Sie sagen, Sie haben es ja eh schon einmal erzählt, eben da gab es eine Situation, möglicherweise ist vielleicht zu wenig bearbeitet und jetzt ist es bei Ihnen. Deshalb, ja, ich glaube, Frau Kriesch, bei Ihnen glaube ich wirklich das Um und Auf, dass Sie sich zentrieren, weil wenn Sie zentriert sind, ja, in dem Moment, wo er das auch sagt, Sie reagieren eh nicht gleich drauf, das haben Sie eh auch schon mal erzählt. Ja, wirklich nicht reagieren und wirklich einmal durchatmen, zentrieren und immer dann, wenn Sie Ihre Gefühle ein Stück weit nach hinten stellen können, können Sie besser auseinanderhalten, dass er das jetzt nicht, vielleicht nicht mit Ihnen persönlich meint. Ja, weil das ist die Schwierigkeit, weil was tut denn weh? Weh tut das, was mich betrifft, wenn ich es persönlich annehme. Und wenn man jetzt von einem geliebten Menschen beschimpft wird oder so, wie Sie das jetzt erzählt haben, ja, und du bist so ein gemeines Schwein, dann tut das nämlich weh, weil es mich persönlich trifft. Wenn Sie mehr und mehr diese Sicht kriegen, er meint nicht mich, ja, weil Sie verstanden haben, es gibt da einen Prozess, wo vielleicht etwas noch nicht ganz erledigt ist, aber er muss es tun. Weil jetzt muss er es rauslassen und jetzt bin ich die Person, was unglaublich schwierig ist in einer Partnerschaft, dann ist es für sie vielleicht leichter, ja, es auseinander zu dividieren sozusagen, es auseinander zu halten, es von mir, von meiner emotionalen Ebene ein Stück weit weg, also weiter wegzubringen und dann, dass sie sich auch ein bisschen besser fühlen. Und dann gehen wir rein in die Küche. Wozu muss das Geschirr? Hat er das dreckige Geschirr reingekannt? Dann habe ich gesagt, das darfst du nicht. Hat das Geschirr da genommen, hat eine gesagt, und das weiter, sonst kriegst du es auch nicht. Ich sage dann, ich bin dann weggerannt, ich habe mir nur gewandt, ja. Ein paar Stunden. Und dann habe ich gedacht, hoppala, was soll ich machen? Und seit damals traumt das dreckige Geschirr immer noch eine und die tut es dann wieder heraus. Es ist, das Problem ist gelöst seit damals, er ist der liebste Mensch. Aber dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, was wird denn jetzt werden?
Das war fürchterlich für mich. Er ist immer so ein netter Mensch gewesen. Ja. In dem Moment, wo Sie ihn korrigieren oder ihm auch diese Kompetenz fast nehmen, ja, dass er das nicht selber entscheiden kann oder sagen kann, in dem Moment entsteht wieder dieser Druck. Ja. Und das macht Aggression, weil er weiß nicht, wie er es anders natürlich formulieren soll. Ja. Und das passiert auch ein bisschen so diese, auf dieses Vergessen, auf diese Unzulänglichkeit, wenn man die Menschen dann aufmerksam macht drauf. Das geht nicht mehr in einem normalen Gespräch, das wir ja könnten. Ja? Also wir würden uns ja darüber unterhalten können und man würde sagen, Jesus, nein, ja, das Geschirr ist ja schmutzig, das habe ich jetzt verwechselt oder so. Ja. Aber er muss drauf bestehen, um seine Kompetenz zu erhalten. Wo sie am meisten eigentlich niedergeschlagen ist, vom Medienkonsum her, muss man sagen. Sie liest etwas Medienkonsum. Vom Medienkonsum, okay. Sie liest etwas in der Zeitung, Banküberfall in Niederösterreich oder im Fernsehen sieht sie hoch was in Australien und dann ist sie komplett fertig. In der Zwischenzeit, seit einigen Monaten, haben wir so einen Fixtermin um 19.30 Uhr. Das heißt, ich vermeide damit, dass sie Nachrichten schaut. Genau, sie schaut. Da ist auf Arte dann immer so eine Reisereportage mit ruhigen Bildern. Durch das, was sie hier sieht, löst es etwas auf der Gefühlsebene aus, wird verknüpft mit, also hier, auf der Gefühlsebene verknüpft. Man kann absolut nicht mehr sagen, dass das kognitiv passiert. Aber das ist wirklich bei uns auch, ja, dass so früh gespeichertes, egal ob es positiv oder negativ ist, unter Umständen Gefühlsverknüpfungen auslöst. Und dann verhalten sich diese Menschen ähnlich wie damals oder komplett konträr. Ja, dass sie plötzlich aggressiv sind, wenn sie sowas sehen, oder dass sie sich unheimlich fürchten. Und. Ja. Und ich habe eher die Idee, dass da was ist, ja, was sie Angst macht vielleicht, was sie bedroht, ja, wo sie. Und die Frage ist immer, braucht man das? Ja? Also für mich, ich bin da sehr vorsichtig, weil ich bin ein absoluter Gegner von einfach Medien laufen zu lassen. Ja? Wir wissen wirklich nie, was das auslöst. Man muss sehr sensibel damit umgehen. Ich bin völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen, Sie versuchen da Programme zu suchen. Ja? Aber was Sie sicherlich lernen können, ist, dass, wenn sowas passiert, weil dem kann man nicht auch Zeitungen, oder da liest man mal wo, ja, oder was immer, oder es kommt von ihr, jemand anderer erzählt, und was Sie sicherlich ein bisschen lernen können hier ist, wie gehe ich denn damit um, wenn sie das dann sagt. Und wir vermeiden das eher bisher. Oder Sie schauen drauf, dass das alles nur gut ist, ja, aber es gibt die Dinge, die vorhanden sind. Und die Frage ist, kann ich zum Beispiel sowas mal ansprechen, ja? Kennst du das oder gibt es da was, worüber du dir Sorgen machst? Oft geht es nur darum, ich werde gehört, ich werde ernst genommen, jemand hört mir zu, ich brauche keine Lösung. Wir haben keine Lösungen. Und eines bitte auch, das werden Sie sicher auch lernen, wir können das Leben unserer Angehörigen nicht aufarbeiten. Das gehört Ihnen. Ja, so gern wir es möchten, so gern wir da helfen würden oder was auch immer, dieser Aufarbeitungsprozess ist ein eigener Prozess. Was wir können, ist das zu begleiten, zu unterstützen, es nicht zu werten und es für gültig erklären. Und ihnen sozusagen durch einen empathischen Zugang, durch sehr viel Einfühlungsvermögen und ein paar verbale, nonverbale Techniken, sie unterstützen, dass es passiert. Oder wenn beim Haus vorbeigehen, wo Bekannte sind, wer wohnt da, was habe ich? Alle Tage beim Spaziergang, man weiß es nicht. Lassen Sie, Sie wissen, er vergisst. Das heißt, Sie bräuchten es nicht mehr so stark. Das heißt nicht, dass man das nicht ab und an tun kann. Ja, dass man sagt, mein Gott, schau, da waren wir gestern und so weiter. Aber für Ihren Mann gibt es dieses Gestern ja oft gar nicht mehr in Form von gestern, wie bei uns. Ja? Also ich war gestern noch am Wörthersee, jetzt war ich ein paar Tage wirklich am Wörthersee war. Ja. Und für Ihren Mann ist unter Umständen gestern eine ganz andere Zeit. Eine vergangene Zeit. Aber wenn er sagt, wer wohnt da, muss er ja sagen. Wenn er das fragt, ja. Der Punkt ist nur, Sie wenn wir zurückgehen nach 5 Minuten oder 10 Minuten, fragt er wieder, genau. Wer ist da. Und das ist anstrengend. Nur der Punkt ist, wenn Sie, ich würde Ihnen so gerne dieses Gefühl geben, wenn Sie das nehmen können, dass das so ist, weil es dazugehört, dann empfinden Sie es weniger anstrengend, weil dann antworten Sie einfach. Mit der Nachbarin, also da hat sie sich früher gut unterhalten, wenn Sie jetzt anfangen, nicht mehr, mit der warum rede ich nicht mehr, sagt sie. Okay. Ja, das ist anders.
sie ist zwar für alles irrsinnig dankbar, mhm, aber ja, wenn sie halt auch nicht mag, dann ist es aus, dann mag sie halt nicht. Du kannst machen, was du willst. Es könnte sein, dass diese vertraute Person plötzlich anstelle von jemand anderen steht, wo ich nie ausgedrückt habe, was ich von der halte, nämlich nichts. Und jetzt ist es die Nachbarin, ja? Die gibt da nichts her. Kann da die nicht die Zwetschgen von da oben geben, musste die vom Boden nehmen. Also, das ist ja eine nette Aussage, ja? Die natürlich peinlichst, ja? Weil, ich sage es jetzt, ich versuche hier ihr Beispiel einzufügen. Zeitverwirrt heißt auch, oft reisen sie in die Vergangenheit, ich muss heim zu meiner Mutter, ich muss heim nach Hause und so weiter. Ja, vielleicht was erledigen, vielleicht noch nicht abgeschlossen und so weiter. Das heißt, kognitive Fähigkeiten bauen mehr und mehr ab. Die Zeit verschwimmt, der Ort verschwimmt, das zählt nicht mehr, ist in der Früh, ist am Abend und so weiter. Ja? Dann in der dritten Phase der Aufarbeitung. Es ist so gewesen, dass zum Beispiel der Herr Grisch, wenn ich das jetzt so wirklich offen sagen darf, beim ersten Mal, sein erster Wort, also der erste Satz war, ich habe Alzheimer, und von dem hat er sich irgendwie erwartet, also ich habe das wirklich gespürt, okay, wenn ich das jetzt sage, dann lassen die mich in Ruhe, die werden nicht mehr reden mit mir. Ja? Ja. Wir haben ihn dann in Ruhe gelassen, er ist dann aber zu uns gekommen von sich aus, und dann haben sich eben so schöne Situationen ergeben mit diesem Türkei-Urlaub, mit den Fotos und so, das haben wir ja letztes Mal gesehen. Ja. Und diesmal ist es so, dass der vom Anfang an auch bei der Gruppe bleibt. Und er hat mir irrsinnig viel erzählt von seinem Vater, der was aus Böhmen kommt, also seinem Großvater, der was aus Böhmen kommt, und die ganze Familiengeschichte und von der Arbeit. Und vor allem, wenn er sagt er immer wieder, ich habe ja den Alzheimer. Und da sagt dann wieder ihr Gatte, sagt dann drauf, ja, ich hab's ja auch, mach da nichts draus. Und die dann sich einfach ja, gegenseitig auffangen. Ja? Und eine Aussage war auch von Herrn Grisch, da bleibt, was bleibt noch drinnen? Und dann haben wir gemeinsam eigentlich besprochen, was bleibt da noch drinnen? Und dann hat der Herr Jörg gesagt, drinnen bleibt der Glaube, Hoffnung und Liebe. Auch Leute, die was sich vor einem Monat nicht einmal gekannt haben, sitzen jetzt da beieinander zum zweiten Mal und sind eine total kompakte Gruppe. Und wir lachen auch sehr viel, also wo dann wieder wer gesagt, weiß ich nicht, das wäre irgendwas mit Alzheimer, hat dann der Herr Jörg gesagt, na, wenn man nicht Alzheimer hat, dann hat man den Jungheimer. und daraufhin sagte Herr Grisch dann total mit einem lachenden Gesicht, na hoffentlich. Also es ist nicht alles nur ernst und traurig, aber wir lachen einfach irrsinnig viel, und das, dass wir euch da mit dem Lied empfangen, das ist eigentlich auch von der Gruppe gekommen. Wir haben gesagt, das könnten wir ja euren Angehörigen dann vorsingen, und die waren alle total dabei. Und dann haben wir schon sehnsüchtig erwartet, dass ihr endlich rauskommt, damit wir endlich singen können. Ja. Und es dreht sich eben sehr viel um Glaube, also wie wichtig das ist, dass man einfach auch Gottvertrauen hat. Und ja, Liebe, Hoffnung, also das ist wirklich, das sind diese drei Wörter, sind die was einfach den Tag auch begleiten. Und gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung. Und es ist keiner ausgeschlossen, und es ist keiner, der was sich irgendwie unwohl fühlt. Und das war umso spannender und für mich sehr interessant durch das, dass meine Mutter auch dabei war. Mir hat das insofern sehr viel gebracht, dass ich gesagt habe, ich habe einfach eine Stärkung zu Hause. Wenn ich jetzt wirklich so voll bin bis rauf und mich oft nicht mehr unter Kontrolle halten kann, dann nehme ich mich zurück und erinnere mich immer an diese Validationsseminare und sage, tief durchatmen, nimm dich zurück, und es funktioniert dann auch wieder. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es das gibt. Und ich wünschte, so etwas würden erstens einmal an mehrere Personen herangetragen werden, die davon betroffen sind. Mhm. Und dass solche Seminare einfach, sagen wir mal, öfter mal stattfinden könnten. Weil sie für uns ja auch wieder mit diesem Follow-up wieder Kraft geben können, da weiterzumachen. Und dass es weiter hinausgetragen wird in die Bevölkerung. Die 3 Tage, das war wie Urlaub für mich. Und ich habe sehr viele Ängste eigentlich mitgebracht, und die sind irgendwie doch verflogen durch die Gemeinschaft mit uns, und dass man sich dann gegenseitig ausgetauscht hat
Und ich finde, das ist fast so ähnlich wie, wenn man sich jetzt öfter treffen würde, man kennt sich und vielleicht gibt es das doch irgendwann einmal, wenn das Ganze mehr, noch mehr Fuß gefasst hat, dass man dann doch die Gemeinschaft dann aufsucht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich nicht so einfach, den Tag zu organisieren, aber ich habe mich riesig drauf gefreut, weil ich dann hinterher doch das sehr schön empfunden habe. Und noch einen herzlichen Dank. Es waren drei wirklich tolle Tage für mich. Es waren seit vielen, vielen Jahren waren wir so viele Stunden getrennt und ich habe am ersten Tag schon ein bisschen Probleme gehabt, meinen Mann loszulassen, gell? Aber es ist gut gegangen, weil ich gemerkt habe, dass er sich wohlfühlt und es war ganz toll und ich habe vieles gelernt. Es waren schöne Tage, drei schöne Tage, auch nicht sehr leicht zu organisieren, aber ist mir gut gelungen. Ich habe mich in der Runde sehr wohl gefühlt und dafür danke ich auch. Und es hat mir eigentlich gezeigt, wie vielfältig das Leben und die Personen sind, so vielfältig sind die Ausprägungen der Erkrankung und so unterschiedlich. Und ich bin eigentlich euch allen dankbar, dass ihr ja, mit so viel Engagement einfach Angehörigen tragt. Und ich möchte halt sagen, ich bin sehr glücklich, dass meine Mutter mitgekommen ist und dann im zweiten und dritten Kurs auch mein Vater mitgekommen ist. Also wir haben sicher alle sehr viel gelernt und ich auch. Mhm. Vielen Dank noch einmal. Ich bin in der Hoffnung, dass es noch weitere solche Kurse geben wird. Ich hoffe sehr und ja, wenn ich was dazu beitragen kann, werde ich auch meines dazu beitragen. Ich danke dafür. Und ich denke, ich kann auch für daheim was mitnehmen. Fein. Auch für meinen Bruder, dass man mit den Sachen, was wir da gelernt haben, daheim eben anwenden kann. Und ich glaube, dann kann man damit besser umgehen. Mhm. Also ich bedanke mich bei dem Team und auch bei der Gruppe für diese drei schönen Tage. Und möchte dazu einfach nur sagen, dass man von Selbsthilfegruppen und so immer sehr viele Vorträge erfährt, die aber für mich immer so eine strikte Anweisung sind, wie man mit dem Patienten umgeht. Und zum Unterschied jetzt zu der Runde, da habe ich einfach das Gefühl mitgenommen, dass es für einen Betreuenden da drin fürs Herz etwas mitgebracht hat und einfach sehr befreiend war für uns einmal, dass jemand auf uns schaut. Danke. Also das, was mir am wesentlichsten erscheint, ist, dass die meisten von denen, die hier sind, einfach schon sehr, sehr überlastet kommen und ja, überfordert, überlastet mit vielen Fragen, die sie sich selber nicht beantworten können oder auch sonst nirgends beantwortet bekommen. Und sie lernen heute in diesem Kurs zuerst einmal auch ein bisschen offener darüber zu reden, was sie belastet, was sie bedrückt und mit was sie nicht umgehen können. Und für mich ist das Wichtige, dass in diesen drei Kurstagen einmal Vertrauensbasis aufgebaut wird, dass das möglich wird, dass sie den Raum kriegen, sich einmal auszudrücken und einmal das wirklich so ein bisschen auszuschütten. Und dass es dann aber natürlich auch Hilfestellungen gibt zu den einzelnen Verhaltensweisen, mit denen sie nicht umgehen können. Also dass sie auch durch die Validation wirklich Möglichkeiten bekommen, wie sie einerseits das Verhalten oder viele Verhaltensweisen, die sie halt, mit denen sie täglich konfrontiert sind, besser verstehen. Und das Zweite ist natürlich, auf das ein oder andere anders als bisher vielleicht zu reagieren. Und das bestätigen auch sehr viele, dass sie schon nach ein, zwei Tagen eine andere Sichtweise ihren Angehörigen gegenüber haben und sich auch besser helfen können im Alltag. Und ja, und interessanterweise, was mir immer wieder auffällt, was Angehörige erzählen, ist, dass sich das auf ihr gesamtes Umfeld
ausdehnt und dass sie dadurch ja auch entspannter werden und ein bisschen gestärkt und mutiger werden, weil sie eben Möglichkeiten bekommen und nicht immer nur so dieses Gefühl haben, ich kann nichts tun dazu oder das ist so, wie es ist und das muss man so nehmen. Und die Validation bietet halt Möglichkeiten, wo man sehr wohl Dinge lernen kann, damit man anders damit umgeht. Ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass die Gesellschaft sehr viel dazu tun kann, aber ohne, ich denke mir, das Wichtigste ist, dass wir uns informieren, dass wir Wissen bekommen, was ist einerseits, was ist das überhaupt, Demenz, was ist Desorientierung, und ja, dass man vor allem das mit einbezieht, dass das eine gesamte Gesellschaft in Zukunft auch mehr und mehr betreffen wird. Und dass man das nicht wegschiebt, weil es einfach auch so negativ besetzt ist, sondern dass man wirklich mehr und mehr Möglichkeiten wahrnimmt und auch in Anspruch nimmt, dass man selber etwas dazu tun kann und dass man offener damit umgeht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir offen werden, nichts ausgrenzen und miteinander ja, diesen Weg gehen. Wir haben eine Dame in der Gruppe, die eben, wo ein ganzes Dorf oder die Umgebung darüber weiß, dass ihr Mann an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist, und die gehen alle sehr viel freier und ungezwungener damit um. Und auch der Betroffene selbst fühlt sich dadurch wohler und angenommener und würdevoller in seinem Erleben auch. Auf Wiedersehen!